Ein Drittel aller Deutschen kocht nicht, und das ist eine ganze Menge. Und genau für dieses Problem bietet unser Unternehmen Ismamit die Lösung. Denn unsere Internetplattform vermittelt gerne Esser an gerne Kochende. So kann sich jeder Hungrige auf unserer Website registrieren und passende Angebote von Hobbyköchen anschauen und sich für einen Platz an deren Tischen anmelden. Unsere Zielgruppe umfasst aber nicht nur Kochmuffel. 85% der Deutschen ernähren sich aus Zeitmangel anders, als sie es gerne wollten. So locken wir also auch gestresste Büroarbeiter, kontaktfreudige Zuzügler und auch wenig beschäftigte Rentner an den Tisch, von alleinstehenden Hobbyköchen, von kochbegeisterten Selbstständigen, die Bekanntschaft schließen wollen, oder von Großmüttern, die immer noch gern für eine Großfamilie kochen und auch Reste verkommen lassen müssen. Alleine kochen ist selten angenehm und nachhaltig. Außerdem wird jedes Essen über unsere Website abgerechnet, so dass die gesellige Atmosphäre nicht gestört wird und Planungssicherheit auf beiden Seiten besteht. Anschließend kann jeder Beteiligte seine Bewertung zu Essen und Gesellschaft abgeben. So profitiert jeder von den Erfahrungen der anderen. Wir starten unser Unternehmen vorerst auf regionaler Ebene, das heißt im Bereich Lüneburg, Hamburg. In den nächsten Monaten und Jahren weiten wir jedoch das Angebot stetig aus, sodass es innerhalb von 2 Jahren deutschlandweit vorhanden ist. Werbekosten sowie Ausgaben für technische Ressourcen tragen sich mittel- und langfristig durch die Provision von 50 Cent, die wir durch die Vermittlung eines jedes Essens nehmen. Außerdem wollen wir auf unserer Website Werbeanzeigen schalten von zum Beispiel Partnern, um zusätzliche Einnahmen zu haben. Unser Unternehmen benötigt für unseren Start ein Funding von 21.500 Euro, kann dadurch aber schon im ersten Jahr einen kleinen Gewinn erwirtschaften. Um die Aktivität der Website sicherzustellen, benötigen wir einen Programmierer, der die Seite auch der wachsenden Besucherzahl konstant anpassen kann. Doch den Rest der anfangs anfallenden Organisation und Werbung wird von uns, den 10 Gründern, nebenberuflich und unentgeltlich erledigt, da Ismamit eine Idee ist, die uns unser ganzes Team begeistert. Denn Ismamit bringt die Füße von gerne Essern und gerne Kochenden unter einen Tisch, so werden nette Atmosphäre und gutes Essen miteinander vereint. Das Rezept für ein gelungenes Essen. So wollen Sie wollen es doch sicher auch mal ausprobieren, oder? Jemand einen Muffin?